Jo, servus und herzlich willkommen, meine lieben Leute. Heute endlich mal wieder zu einem weiteren Farmvlog Capview Video hier von mir. Ja, wir schreiben heute den 13.07.2020, also den 13. Juli 2020, Montag. Ja, in letzter Zeit war es sehr ruhig auf meinem Kanal, bis auf das Häcksel-Video vom zweiten Schnitt jetzt vor 2 Wochen. Dürfte das jetzt auch schon wieder erst sein. Ja, lag daran, dass es halt in vor allem den Juni über nicht wirklich viel zu filmen gab, weil es halt auch viel geregnet hatte. Insgesamt so 50 Liter hat es bei uns geregnet, plus minus. Ja, ist ja mal wieder ganz gut für die Natur. Und ich bin jetzt hier heute am Grummetschwanen. Grummet für alle Nichtlandwirte unter euch oder für alle unter euch, die das nicht wissen, was das ist. Das ist das Heu. Wenn du auf einer Wiese den zweiten Schnitt machst, das dann aber keine Silage wird, sondern Heu, das nennt man Grummet. So, unterwegs bin ich hier mit einem Fendt 304 LSA Farmer und hinten dran einem Klaas Leiner 1550, aber den müsstet ihr ja auch schon aus dem Farmvlog von letzten Jahr kennen, vom ersten Schnitt. So, für die Leute von euch, die sich jetzt fragen, warum ich jetzt hier gerade zu langsam war, ich weiß nicht, ob ihr es auf Kamera sehen könnt, aber der schmeißt mir hier immer wieder was vom Schwadoch rüber. Jetzt, wenn ich hier so fahre und wenn ich mit so vielen Motorumdrehungen oder Zapfenumdrehungen fahre, dann wird das noch schneller und schmeißt mir immer wieder so Zipfel raus. Jetzt, wenn ich in der Geschwindigkeit mit der Umdrehung fahre, geht's noch. Aber wenn ich jetzt noch schneller fahre, dann wird das schlimmer und dann erwischt es nachher die Presse nicht mehr gescheit. Ja, das hier, also warum hier immer schon was weggenommen ist, das hat folgenden Grund. Hier auf dem Stück war aufgrund der langen Trockenheit auch nach dem ersten Schnitt, bevor es dann geregnet hat, stand hier nicht gerade viel. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Fläche hier beim zweiten Schnitt nicht mehr abgemäht haben, weil hier eben noch nichts stand. Dann haben wir gesagt, dann lassen wir es noch eine Weile stehen und dann machen wir Grummet draus. Und daran, dass man dann hier nicht mit dem Wender und mit dem Schwader dann hier die ganzen alles zusammenkratzen muss und es liegt hier überall nichts trocken, dann hat man hier eben schon mal mit dem Schwader ein bisschen was zusammengerichtet, dass man mit dem Wender und da unten dann so jetzt immer nur noch so Fältchen hatte, die man dann wenden musste und jetzt auch noch zusammenschwaden muss. Ja, unser normales Heu, also Grummet, ist jetzt so circa, das sind jetzt 2 Wiesen, die eine ist schon weg. Also sind jetzt so circa 7 Hektar Grummet, was wir heuer haben. Die andere Wiese habe ich vorhin schon gemacht, allerdings mit dem Einkreiselschwader. Den Einkreiselschwader, das ist ein Stoll R415 4DS, den habe ich auch an dem gefahren, wir haben dann halt vorhin umgehängt. Das Gespann kennen müsstet ihr aber auch schon kennen aus dem Video vom Heueinfahren letztes Jahr. Weil auf der anderen Wiese stand etwas mehr Material als auf der hier. Und deswegen haben wir dann mit dem Einkreisel geschwadert, dass die Rangen halt auch nicht zu groß werden. Das normale Heu, also das normale Heu und das Vogelheu und jetzt noch das Grummet. Also normales Heu und Vogelheu sind schon weg. Das normale Heu haben wir so mal den 26., 27. Juni haben wir das weg, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Und das Vogelheu, also das 1. Juli Heu, das haben wir am 1. Juli gemäht und haben es dann am 3. und 4. Juli eingefahren. Auch nochmal Vogelheu. Was das heißt, Vogelheu, das nennt man so, weil das Programmwiesen sind, die erst ab dem 1. Juli gemäht werden dürfen, weil bis dahin die Vögel in diesen Wiesen brüten. Und wenn man eben schon vor dem 1. Juli mähen würde, würde man eben da den Lebensraum von den Vögeln zerstören. Und deswegen dürfen diese Wiesen erst ab dem 1. Juli gemäht werden. Ja, das normale Heu und das Vogelheu, das haben wir
alles lose mit den beiden Mengele-Ladewegen eingefahren, wie ihr es ja auch schon aus dem Heuernfahr-Video vom letztes Jahr schon gesehen habt. Und haben es lose in Heustück raufgeblasen. Ja, das hat heuer leider auch nicht so viel Heu gegeben wie die letzten Jahre. Deswegen haben wir das alles mit den Ladewegen heimgefahren und alles in Heustock draufgeblasen. Weil sonst war es eigentlich immer so, dass wir das Vogelheu schon fressen konnten, weil wir im Heustock loses Heu nichts mehr gebraucht haben. Aber dadurch, dass es das Jahr halt unsere Heuwiesen nicht so gut standen, haben wir jetzt das ganze Heu eingefahren und jetzt nur noch das Grummet wird gefressen. Weil wir brauchen eben sehr viel loses Heu im Heustock oben, weil wir das dann über den Winter und so alles zum Füttern bei den Kälbchen brauchen. Und jetzt das Grummet, daraus werden eben Ballen gemacht und die benutzen wir dann bei den Kühen zum Füttern. Also das ist dann für die Kühe das Heu jetzt hier. Ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, interessiert mich, wie es bei euch so ist von der Witterung her, ob es recht trocken ist. Ja, auf jeden Fall ist es momentan jetzt schon wieder sehr trocken. Es hat ja zwischen dem ersten und zweiten Schnitt einmal so circa 50 Liter geregnet. Das hat eigentlich dann auch ganz gut was geholfen. Allerdings, jetzt ist es schon wieder seit circa 2 Wochen recht trocken. Yeah, also sie melden jetzt übermorgen, also Mittwoch, den 15. melden sie ein bisschen Regen, aber auch nicht gerade viel, weil das wird schon mal wieder bitter nötig, ein bisschen Regen, weil eben der Mais auch schon wieder die Blätter zusammenrollt. Ja, der Acker hier oben, warum der schon gegrubbert ist, wir haben noch nicht angefangen zu dreschen. Der ist gegrubbert, den habe ich, wann habe ich den gegrubbert? Vor 2 Wochen, glaube ich, habe ich den gegrubbert. Weil da haben wir 5 Hektar Predikale waren da gestanden. Und das haben wir von der Biogas holen lassen. Ja, jetzt seht ihr, jetzt ist es besser, jetzt schmeißt ihr mir nicht mehr so viel drüber raus. Das liegt aber allerdings auch daran, dass wir jetzt hier mit dem Schwad und hier an dem Schwad schön entlang fahren. Auf der Wiese hier, das hier ist ja eine größere Wiese, das Stück hier drüben, das bis zu dem seiner Wiese darüber geht, der wo jetzt gerade Balsam fährt, das Stück, das gehört ja auch noch zu der Wiese hier dazu und das haben wir beim zweiten Schritt mit weg, weil da stand einigermaßen was und hier stand halt fast nichts und dann haben wir gesagt, naja, was soll man das jetzt abmähen, lassen wir es als Grummet stehen und ein bisschen was ist jetzt doch noch hingewachsen, also von dem her war das die richtige Entscheidung. Ja, dann noch einmal eine andere Sache, dass ihr mal Bescheid wisst. Ich habe jetzt seit 10 Tagen, oder? Ja. Ich habe jetzt seit 10 Tagen meinen Schlepperführerschein Klasse D. Also das heißt, dass es in Zukunft wirklich sein kann, dass ich nicht mehr so viele Videos mache, wie ihr es bis jetzt von mir kennt. Also damit meine ich die Videos, dass ich jetzt mit Drohne, Kamera und GoPro was aufnehme, dass dann die ganzen Aufnahmen zusammenschneide, mit Musik hinterlege und dann auf YouTube hochlade. Sowas kann sein, dass es das in Zukunft nicht mehr ganz so oft auf meinem Kanal kommt, weil ich jetzt halt, wie gesagt, selber auch Schlepper fahren darf, öffentlich auf der Straße. Und ich bemühe mich, dass ich weiterhin doch auch noch solche Videos für euch mache, weil jetzt nur noch solche Campviews und Farmvlogs finde ich jetzt auch nicht so toll, wenn nur noch Campviews und Farmvlogs hier auf meinem Kanal kommen, weil ich finde das nämlich auch immer schöne Videos, wenn man das einfach so filmt mit Musik und dann auf YouTube hochstellt. Aber nur, dass ihr halt einmal Bescheid wisst. Ja, ich wollte eigentlich beim Heuschwadern mit dem Einkreisel oder wie wir es halt lose eingefahren haben, da wollte ich eigentlich auch einen Farmvlog für euch machen. Da hat es dann aber allerdings nicht reingepasst, weil es dann doch immer recht stressig war, musste alles schnell gehen und so. Und bis man dann immer mal, ja, ein bisschen das Reden anfing und so. Und dann, es ist halt auch blöd, wenn
wenn es recht stressig ist, dann kann ich euch halt nicht so viel erklären und euch auch halt nichts zeigen. Und deswegen lasse ich das dann auch lieber, wenn es recht stressig ist. Ja, fahren tun wir jetzt, wenn wir so schmadern, wenn es egal ist, dass er mir hier irgendwas über das Schwadruck rüberschmeißt, fahre ich mit so circa 7,6 km/h und so 1500 Motorumdrehungen. Mache ich jetzt mal einen Cut und dann werde ich euch nachher noch ein paar Aufnahmen von der Presse hier mit einspielen und dann sehen wir uns nachher nochmal, wenn ich zusammenklappe und dann mich auf dem Heimweg mache. Leute, also Presse ist jetzt hier. Ich habe jetzt fertig geschwadert und werde jetzt heimfahren. So. Also klappen wir einmal den Schwader zusammen. Dazu einfach den Kreuzsteuerhebel hier nach hinten drücken. Dann fährt der ganze Schwader zusammen. Zack. Und jetzt der hintere Kreisel. Ja, jetzt geht der Schwadruck wieder nicht rein. Muss ich geschwind per Hand machen. So, zack. Das Schwadruck ist drin. Dann können wir losfahren. So, also bis jetzt sind es, ich habe vorhin nochmal gezählt, bis jetzt sind es zusammen mit der anderen Wiese 19 Rundballen insgesamt. Und ich weiß nicht, wie viel es jetzt noch gibt, während ich mich schon auf dem Heimweg mache. Keine Ahnung. Das kann ich euch im Nachhinein vielleicht nochmal unten in die Infobox schreiben. So, also hier habe ich den Schnellgang schon eingelegt. Jetzt fahren wir hier im zweiten Gang mal an. So, jetzt nochmal gucken. Hier passt alles. So. So, kommen tut nichts. Das schaut gut aus. Schön langsam und schön weit ausholen, sonst der Schwader nicht irgendwo hier in den Graben noch reinläuft. Gut, dann schalten wir einmal hoch. Und Gas. So, jetzt muss ich hier links und rechts schön in den Spiegeln oder vor allem rechts in dem Spiegel schön aufpassen, dass mir das Rad vom Schwader nicht zu weit ins Bankett reingleitet. Weil das kann schnell mal passieren, wenn ich irgendwie breiteren Fahrzeugen ausweichen muss. Ja, deswegen fahre ich jetzt hier aber keine 40 km/h. So habe ich noch ein bisschen besser die Kontrolle über das Ganze gespannt. Also Leute, dann war es das auch wieder mit diesem Farmvlog. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Hannes. Haut rein.